Ja, das ist ein Teil der neuen Runde Plants vs. Zombies Garden Warfare. Ich bin heute mal auf der Pflanzenseite. Ich hasse die Pflanzenseite zum Teil zumindest. Oft ist es geil, aber meistens ist es einfach nur scheiße, wenn du sowas von gebasht wirst. Zumindest wenn deine Verbündeten nicht wirklich gut sind, wirst du auf der Pflanzenseite sowas von gebasht. Ja, die Zombies in der Masse viel, viel stärker sind. Und dann gehst meistens negativ außer und die Pflanzen, also die Zombies überrumpeln die komplett und dann bist du im Arsch und das ärgert mich. Wie ist man heute mit der Zukunft kriegt die einen Charakter, den was ich erst gestern freigeschaltet habe. Also ganz frisch in der Partie. Ja, schauen wir mal, wie es wird. Hoffentlich. Schauen wir vielleicht verteidigen wir ja ganz gut. Scheiße. Geh komm, schau, ich habe ein Zwiebelöl, weiter. So. Jetzt spielen wir richtig. Ja, der Hut gefällt mir. Den habe ich auf der Xbox 360er. So. Eigentlich ist die Zukunftskakte relativ leiwand, weil sie hat ja diesen Aufladeschuss da. Was ich gerade mache, du kannst deine Schüsse aufladen und dann kannst du einen fetten Kropfen kannst du dann schießen. Wie zum Beispiel auf den da. So gefällt mir das. Weil das ist auch noch so ein scheiß Bot, den braucht da keiner. Und da verlieren wir jetzt sicher, ja, da verlieren wir. Der hat mich leider eingefroren mit dem gefrorenen ZI-Sturmgewehr, das ist nicht so gut, aber ja, was willst du tun? Hey, ich bin was in ein Kill, aber eine Rache aus dem Grab, das gehört mir sehr gut. Gehört mir sehr gut, ja. Mittlerweile bin ich ja draufgekommen, die Artischockendrohne ist eigentlich nicht einmal so schlecht. An gewissen Tagen zumindest. Manchmal hat es Tage, da bist du auch so scheiße wie glaube ich jetzt gerade, aber zum Teil ist die richtig gut. Ich glaube, mein Rekord waren glaube ich 5 Kills in einer Artischockendrohne. Ich habe mit einer Artischockendrohne 5 fucking Kills gemacht. Es war gestern sogar mein Rekord, weil ich gestern relativ viel besucht habe. Und habe richtig, richtig viele Kills gemacht, aber jetzt schaut es nicht gerade so aus. Einfach nur der Name schießt gerade. Komm schon erst. Irgendwie bin ich froh, dass ich mich da so löst haben von dem. Ich schätze mir, wir jetzt noch nie mehr mit Artischockendrohnen spielen, weil Gott. Ich es nicht drauf habe. Und der Typ ist absolut fair. Ist absolut fair. Der kommt da schon mitten durchs Schlachtfeld. Hat sicher schon einiges an Leben verloren. So sieht man sehr 44%. Killt mich noch ohne mit der Wimper zu zuckern. Arschloch das. Da ist er jetzt. Den holen wir jetzt. Ich wette, das ist. War klar, ich triff immer dann mit der scheiß Wichse. Es gibt's nicht! Betonwerfer, ja genau, die Standardwaffe. Mit der killt er mich. Ich glaub, sei, ich bin jetzt da gleich. Gibt's nicht. So. Concentration now begins. Ich hasse den Garten irgendwie, da war das Ding, ja, der ist irgendwie so ein komplett eigener, der ist irgendwie so wie ein Kreisverkehr schaut der aus. Ist glaube ich sogar ein Kreisverkehr, gell? Wo ist der Teleporter? Ist der da? Ja, der Teleporter ist da, okay, ist mir sehr recht da, du bist schon der erste. Komm mal dort sicher gleich Vollgas durch. Aber nicht während meiner Schicht. Ich mal meine Schüsse da aufladen und dann warte ich bis die ganzen kommen, oder? Ui, da haben wir zu fett den Schaden gemacht, aber leider den nicht ganz killt. Komm schon. Ja, getroffen habe ich, ich glaube nur angefragt. Scheiße, jetzt kommt er von hinten. Messbecherkanone, da habe ich keine Chance. Der ist so stark, hat ein riesiges. Nein, da war nicht einmal eine Messbecherkanone, okay. Niemals wieder zurück. Es schaut immer leer aus, wenn er euch springt und die hängt hinten so verkreizt. Warte mal gut aus. Komm schon. Ich mach nur Vorlagen da. Ich glaube, ich werde jetzt noch wieder auf die Feuerkarte wechseln, das ist gerade ein bisschen besser als der.
Ich mache mit der relativ wenig Kills von mir. Finde ich nicht okay. Ich hoffe, ich stelle das jetzt nicht, aber wir jetzt auf die Feuerkarte wechseln, denn mit der aber bin ich immer noch relativ gut gespielt. Wenn du auch nichts bringst, nimm mal eine Erbsenkanone. Wahrscheinlich in Erbsenagent, aber schauen wir mal, wie das mit der wird. Ich habe mich noch nie wirklich enttäuscht. Weil der relativ viel schon macht, gell? Ich habe gesehen, die Zukunftskarte hat auf dem Kopf 20 und der hat auf dem Körper 27. Ja, jetzt auf den ersten Blick zumindest. Ja, die hat auf dem normalen Körper die 20, kriege ich schon. Und danach hat es noch diesen. Danach verbrennen sie noch die Gegner, also ist ja genau besser. Hat auch immer noch ein paar Sekunden nachher noch 5 schon. Jo, du glaubst auch, du kannst mit unten erwischen, gell? Nein, das tust. Ja, ich geb's zu, er hat mich erwischt, ich sage eh nichts mehr. Ich hasse das jetzt, ich will das jetzt einfach überspringen. Ich hasse das, wenn da nur ein Ding ist und ich das nicht mache. Jetzt bin ich Level 11, sehr gut. ...10.000 Münzen verdient, what the fuck, wieso ist das, hab ich das jetzt gemacht? Nur durchs Levelaufstieg habe ich 10.000 Münzen, ein Wahnsinn. Ist ja urgeil. Tut mir da wieder überleben, ja, mei, das ist lieb. Der Hut gefällt mir von dem. Und die Flügel, schaut richtig kindlich aus. Lieb. So, hey, dem schönen Quarten eingenommen, bin ich auch mal gut drauf, gell. Nein! Du hast gegen einen Allstar keine Chance, der hat 200 Leben, du hast doch keine Chance zum Teil. Es ist so selten, dass ich einen Allstar wirklich ein 1 gegen 1 gewinne, weil der einfach so eine fette Panzerung hat. Klar ist der Waffen relativ schwach, aber durch die Feuerrate und so gleicht sich das wieder aus und dann ist er einfach nur eine Killermaschine. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. So. Da ist einer. Ui. Der ist nicht einmal präzise schießen. Der hat so noch mal nicht mehr. Wenn ich er mit kill. Na, hat sich ihn nicht mehr. Scheiße. Ah, da vorne sind sie. Scheiße, wo ist das? Was ist das? Ich wurde gerade beschossen. Ah, danke, mein, du bist da, lieb. Ich danke dir so sehr. Wow! Da, Mann, ich hab's gewusst, dass da auch mal einer ist, weil ich bin ja vorher abgeschossen worden. Und ich hab nicht. Ich triff links und rechts neben ihm, genau, das muss damit passieren. Pflanze 5 Joy-Töpfe, ich glaube, ich habe kein einziges von denen. Schauen wir mal, wie viel wir davon haben. Und dass ich mir ein bisschen diese Springer aufspare. Ist ja schon, kommen jetzt aber alle von links, das heißt ganz stark auch, dass da der links der Ding ist. Scheiße, nee, das gibt's ja nicht. Jetzt überhöre ich. So. Die machen jetzt alle platt. Oh, Double Kill. Und ich bin immer nicht hier. Na, den habe ich leider nicht mehr erwischt. Aber sicher einen recht entscheidenden Schon gemacht. Die wollen da alle auf, gell? Schade, dass das da nicht durchgeht. Und Call of Duty da die da schon durchschießen durch die Glasscheiben. So, bleiben wir ein bisschen im Rückzug. Der Kakti ist also generell aber nur Scharfschütze eigentlich. Da will ich jetzt ein bisschen nach hinten bleiben und die ganze einfach die Dächer da oben holen. Scheiße, jetzt brenne ich auch noch. Hm, ist da noch? Da man ist er schon wieder. Der kann da aber nicht da unten bleiben, wie so ein kleines Kind, das was immer auf die Sachen will. Was auf dem Spielplatz will. Von da hinten funktioniert das aber gerade relativ gut, sage ich jetzt mal, traue ich mir jetzt mal behaupten. Scheiße! Ich werde beschossen. Und jetzt? Okay. Ist die schon wieder einer oben? Nein, eh nicht. Brav sind's. Jetzt haben sie mal, haben sie mir auf mich geholt. Kann ich das nicht zerstören?
Nein, kann ich nicht. Ja, genau, ich depp wie so rein, ich hab da durch. Ich hab mir gedacht, ich muss ehrlich sagen, ich hab mir gedacht, mich killt das Ganze nicht. Gott weiß warum. Man, mir hat's auch nicht killt, mir hat's eh nur, glaube ich, ich hab da nur mehr 10 Punkte gehabt. Da hat der Typ noch natürlich ein schlechtes Spiel noch gehabt. Ich muss sagen, das war jetzt ein Glückstreffer. Super, jetzt sehe ich gerade nichts, weil mein Aufnahmegerät gerade spielt. Okay, jetzt sehe ich wieder was. Ist halt auch manchmal so, manchmal sehe ich unter dem Spiel. Wow, das ist auch Gegner. Manchmal sehe ich unter dem Spiel auf einem schwarzen Bildschirm. Ist extremst nervig. Jetzt schon wieder zum Beispiel sehe ich gerade überhaupt nichts. Aber jetzt sehe ich wieder was. Okay. Ich weiß nicht, was es genau liegt. Uiuiui. Jetzt muss ich ganz schnell warten, weil. Okay, na. No. Haben wir schon verloren. Habt ihr gesehen, warum? Ich habe mich nur mehr 30 Sekunden gehabt. Und da hätten wir das ja noch locker eigentlich gewinnen, keiner. Aber es waren einfach zu viel Leute im Garten drinnen. Dadurch war das dann. Nein! 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 Nein, nicht während meiner Schicht. Dankeschön. Und jetzt hör mir bitte. Hör mir. Was du Hure, hör mir! Du bist eine so eine Schlampe, meine scheiß Sonnenblume. Ich hasse dich, die will ich nie wieder beleben. Für was hört man denn normaler Sonnenblume? Genau, dass die wieder hört. Also, wiederbelebt man normaler Sonnenblume? Genau, dass die wieder hört. Oder wiederbelebt. Ja. Jetzt macht das Ganze ja keinen Sinn, warum sollte man die wiederbeleben? Na, du warst das nicht, du bist wahrscheinlich ganz brav. Du warst das, oder? Arschloch. Latter Arschlecker. So. Ah, das ist wieder so ein schöner Bot. Barek. Leider zählen die Bots nicht zu KT, finde ich eigentlich sehr, sehr schade. Aber dann hätte er die 500er KT, glaube ich. Ah, scheiße. Nein, 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 weg da, weg da, weg da. Ich komme jetzt da. Ich will jetzt wieder da aufhören. Ich bin eigentlich immer da oben. Aus KT zumindest. Was, aus Erbsenkanone, glaube ich auch. Aber da man ist echt eine super geile Pose, weil du kannst es super gut verteidigen mit den ganzen Minen da. Und du kannst die ganzen Sachen für die Dächer holen, weil die ganzen Sachen, da jetzt zum Beispiel auch, die ganzen Fußsoldaten und die ganzen Erweiterungen, sind immer auf die Dächer kommen. Zumindest meistens. Und du kannst es so richtig leer und oben holen zwischen den ganzen einzelnen Boxen da. Da wie erst kurz so einen geilen Kill gehabt. Schaut, dass ich nicht alles aufnehme. So. Da ist schon wieder einer, Mann, sag ich ja. Jetzt muss. Ah, jetzt kommt er vor rechts. Ah, na genau, vor rechts kommen sie nachher ganz gern. Haha, sind immer geschafft. Scheiß Arschloch. Hey, danke, mein, das lieb. Little Checks. Schau, das ist eine Kaktee, der ist sehr sozial, überlebt mich gleich wieder. Tun wir da aber gleich wieder die Kartoffelminen her. Schau mal, ist da drüben jetzt einer? Ja, da ist jetzt einer. Wo? Jo, genau! Na! Die sind alle wieder recht sozial da, Roman. Ich nehme jetzt mal ganz stark an, diese Drohne da ist schon weg, aber der da drüben ist noch nicht weg, das was mir relativ stark stört. Das gibt's ja nicht, da man wird beschossen wie mitten im Krieg. Du wirst ärger beschossen, als wenn du im Garten bist. Ist wieder mal Drohnen-Time. Schauen wir, dass wir die da drüben wegholen. Ich mach sogar nicht einmal. Ich tief sogar ganz schön viel. Du wirst verschrien, glaube ich. Ja, so auf mir auch zum Schießen. Ich hab das nicht verdient. Jo. So. Und schon wieder drauf aufhören, ich weiß noch. Da man scheint es relativ gefährlich zu sein.
Aber was soll es, verbieten soll mein Name? Da drüben sich jetzt mit kein. Ja, da, doch, da ist. Der ist nicht mehr da. Der ist nicht mehr da. Die haben ja schon dreimal gekillt, der Roman. Ja, jetzt bin ich gekillt. Das ist die Hure da, Alter. Das haben wir da gleich, aber. Da haben wir noch eine Mine hier. Erst, das konnte man dieses Mal schaffen, gell? Schaut mal auf die Zeit und schaut, wie viele Leute im Garten sind. Von uns und von den Zombies. Das konnte man schaffen. Das wird eine sauknappe Geschichte, aber das schafft man, sag ich. Schau, 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 nein, scheiße, nein, das schafft man nicht. Wieso, wieso sage ich das an? Wenn ich das jetzt nicht gesagt hätte, hätte man sicher gekraft. Es wird arg, es waren, auf einen Schlag waren 5 von uns im Garten und 0 von ihnen und dann ist es auf einmal umgedreht. Auch voll logisch eigentlich. Die haben uns da komplett alle überrumpelt. Unten ist einer mit der Messbecherkanone, glaube ich. Wo ist er denn? Haha, einen getroffen, Trottler. Wo ist er denn? Ist das der Römer? Nein. So. Gut, man sieht da ein bisschen so vom Spawn weg. Ja. Vorlage und was haben wir da noch? Du bist echt ein Depp, Alter. Hab das gesehen? Wie kann man nur jetzt schon sehen, ist er seine... Ah, scheiße, das ist eine... Okay, das war jetzt ein Fehler. Ich hätte vielleicht gleich mitgesehen. Ja, gegen 3-4 Zombies habe ich keine Chance. Jo, genau, machen Freunden Tanz, du Arschloch. So. Dieses Mal schaffen wir es aber. Dieses Mal gehen wir nicht drauf. Beziehungsweise verteidigen unseren Garten ganz gut. Ja, genau, und direkt auf mich. Sonst keine Hobbys, oder was? Nein, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Bitte ein paar Zwölfe leben. Will mal wieder meine Drohne ausziehen. Drohnen-Time. Hörst du, das ist nicht mehr da, Mann. Hi, man killed! Das gefreut mich, das gefreut mich, das gefreut mich sehr. Wieder einer vom Dachelwecker. Ich springe da immer auf. Wie wenn es auf einen Trampolin steigen. Komm schon, 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 komm schon. Stirb! Das ist wieder mal so ein Tag des Nichtziehens, glaube ich. Das ist schrecklich. Tage, da habe ich so ein geiles Ziel, das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann gibt es wieder so Tage, da reise ich gar nichts. Okay, wo sind die jetzt alle? Das sind alle da hinter dir her, sind die Feiglinge. Ja, sehr gut. Und kaum ein Leben verloren. Wo ist der jetzt? Da. Komm schon. Wie viel Schuss willst du noch aushalten? Und 100.000 Vorlagen kriege ich da, das geht mir auch. Ja, jetzt fließt dann der wieder, genau. Ihr kriegt sicher jetzt für jeden einzelnen Kill gebe ich 100 Millionen Daten voll. Es geht mir echt auch nah, das finde ich nicht okay. Ich schieß mir da meine Seele aus und. Dann killt ja andere. Das finde ich nicht okay. Sicher, wir haben der Feuerwaffen. Ganz klar.
Probierbar. Diese Mal schaffen wir es aber. Dritter Versuch. Jetzt hauen wir auch mit rein. Dass ich den Garten nicht reinnehme. Aber jetzt bin ich sicher, jetzt stirbe ich sicher gleich. Okay. Es ist immer so, immer bei den letzten paar Sekunden stürmen es viel viel und dann sind 100.000 Leute im Garten. Kann ich das nicht gleich machen? Nein, die müssen natürlich dann fort. Das sind schreckliche Menschen. Das haben wir gleich einnehmen, da sind 100.000 Millionen Jahre Zeit. Die geht wieder nichts. So. Geht mir so, dass die das Fadenkreuz ist. Geht mir so, dass das Fadenkreuz immer so, wenn ich oft hintereinander schieße, dass es so aufgeht. Du brauchst jetzt einfach ein gutes Ziel, auch ohne Ziel, wisst ihr, was ich meine? Was ist denn da los? Tja, Junge, ein Panzer, ein Scharfschütze, das ist halt besser als ein Panzer. Holen wir da noch rüber. Ja, sehr gut, so gefällt mir das. Die schießen da ungemein auf, das ist das Beste eigentlich, wenn du drinnen bleibst. Komm schon, die drei haben ja. Komm schon. Ja, genau, jetzt kommt dir das scheiß Mehrfachrakete da. Nein, dann mal jetzt war es ist normale Sturmgewehr. Ja, und überlebt. Hallo! Du bist nicht verarschen. Dankeschön, sehr lieb von dir, danke. Hast du es gut bei mir? Wo? Ich sehe ihn nicht einmal. Jetzt hau ich mich da oben. Es gibt. Ja, ist okay. Ah, ja, oh, das spielt geil. Schaut denn die Waffen eigentlich aus? Muss ich am losen. So, jetzt wird es kritisch da ein bisschen. Ich bin gespannt, wie schnell das schaffen oder ob das überhaupt schaffen. Gut, sie werden es sicher schaffen, aber ob. Wie schnell das ist schaffen, ist die Frage. Ja, da kann ich den ganzen Pack-Choice da. Ich habe mich herausgefordert mit Pack-Choice. Wie die ganzen Pack-Choice da her haben. Na genau, die nehmen wir alles weg. Oder? Ich brauche nur 3 Blumentöpfe. Ich finde aber keinen einzigen. Gefällt mir nicht, hätte ich gesagt. Ist der draußen auch keiner? Warum nicht? Haha, killed! Ah, da lebt er schon wieder. Wieder ein Kill. Ja, jetzt kommt er schon seitlich, genau. Ja, einfach da geht nicht eigentlich so richtig gut. Muss ich einen schon lassen. Haben es gut gemacht. Ich wackel. Ich finde es so schade, dass man den ganzen so leicht zerstören kann. Diese ganzen Minen. Das ist eigentlich relativ unnötig, wenn man sich da jetzt da dann. Da ist. Die ganzen Minen vor die ganzen Verteidigungspunkte hier, das ist eigentlich ein Teil unnötig, weil ja, die machen da einen Schuss, zum Beispiel mit den Elektriker machen sie einen Schuss auf, die sind alle weg. Schade. Ich will so scheiß Blumentöpfe jetzt finden, es
gibt mir jetzt keine Ruhe. Oh, man, ich bin nicht mehr getroffen. Das gibt's ja nicht, ich schieße mir da einen halben Tag an und der. So, der regt mich einfach nur auf. 2 Austers ohne K.O. zu gehen. Ja, kann man auch schaffen, schätze ich mal, oder? Rein so viel mal dumm. Das konnte ich aber in Gärten und im Gartenkommando konnte ich das aber auch schaffen. Es ist immer so. Kennst du das auch, wenn du das Spiel spielst und am Schluss, vor allem auf dieser Map, aber eigentlich bei den meisten, geht man am Schluss nur mehr drauf, weil da einfach nur alle Zombies und alle Pflanzen auf einem Haufen sind und dann gehst du nur mehr drauf. Du machst zwar viel Schadenspunkte auch, aber dann haben so viele Bots aussehen, wie zum Beispiel da jetzt gerade, und du gehst dann nur mehr drauf. Es ist äußerst ärgerlich. Jetzt haben wir es geschafft. Es war mir eigentlich egal, weil die waren einfach recht gut und es ist meistens so, dass die Pflanzen, dass die Zombies gewinnen. Eigentlich relativ schade, aber was soll ich sagen. Andererseits, wenn die Pflanzen, wenn die Zombies nicht immer gewinnen würden, dann würden wir nie die ganze Map sehen. Stimmt leider. Was? Achso, 21.000, okay, weil ich vorher 10.000 gekriegt habe, weißt du. Junge, so wie viel verdient. 1,18, 26, 22 sind nämlich ein scheiß Ergebnis. Machen wir noch einen Stickerback auf da. Sternenbespringer, sehr geil. Pack Joy weitergekriegt. Wieder ein neuer Spielcharakter. Ein Hot Rod Schnapper, sehr gut. Der ist sehr geil. Ich weiß, was er macht, und zwar wenn er einen Gegner frisst, dann ist er noch einen Gegner fressen. Ist er kurze Zeit schnell unterwegs. So, schauen wir uns das noch. Satelliten, Packchen, okay, schon reicht leider das. Für einen Elektriker, Munitionskapazität, sehr gut. Genau, Supremo. Das ist im Prinzip auch so wie schnelles Nachladen. Sternenspringer und irgendeine Masken. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Es war ein extrem langes Spiel. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Schaut auf Facebook vorbei und auf BMW-Kommentare. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal und tschaußen!